Samstag, 8.30 Uhr in Eisenstadt bei Fußballtrainer Michi Streit. Seine Tochter Jasmin und die persönliche Assistentin Nadine begleiten ihn zum Training. Mit dabei auch Assistenzhund Versace, ein eingespieltes Team. Jeden zweiten Samstag, alle zwei Wochen trainieren wir. Und ja, es geht schon frühzeitig los. Um 10 Uhr fangen wir an zum Trainieren. Das heißt, wir sind als Trainer meistens schon vorher dort, aufbauen die Tore und so weiter. In der Sporthalle in Steinbrunn muss einiges vorbereitet werden. Helfende Hände sind gefragt. Die Brüder Henry und Moritz reisen extra jedes Mal aus der Steiermark an. Als wir angefangen haben, hat es in der Steiermark noch keinen Verein gegeben, der das macht. Die Teenager haben beide das Duchenne-Syndrom. Henry war schon vor seiner Erkrankung ein richtiger Fußballfanatiker. Weil ich generell ein Fußballer bin, weil früher bis 10 Jahre habe ich laufen können, da habe ich halt immer Fußball gespielt, normal halt. Und dann haben wir halt geschaut, dass man das mit einer Rolle auch machen kann, zum Beispiel Fußball spielen. Dann hab ich sofort ja gesagt. Der Sportrolli macht auch den Unterschied beim Spielen. Licht ins Dunkel hat 3 der speziellen Inklusionsrollstühle mitfinanziert. Co-Trainerin Jasmin Streit ist mittlerweile Spezialistin in Sachen Rolli-Montage geworden. Das ist leicht, weil es genau dasselbe ist wie bei meinem Vater. Das habe ich einfach, als es soweit war und wir begonnen haben, habe ich es gelernt und dann auf alle ausgeweitet. Und das sagt er mir entweder eh bis gehört und jetzt kenne ich es halt auch schon. Der Fußballrolli hat wie beim Autofahren 5 Gänge. Der zweite ist hier der schnellste. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 10,5 km/h. Also er hat eine bessere Beschleunigung, eine bessere Drehgeschwindigkeit. Er reagiert auch viel besser. Er hat eine Chance gegen die anderen Spieler. E-Rolli-Fußball, da muss man ganz genau auf die Reaktion schauen. Henry und Jakob spielen im Nationalteam und wünschen sich mehr Sportrollis für die Mannschaft. Bei nur 3 Stück kommen ja nicht alle in den Genuss. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein ganz anderes Level. Und ohne einem angepassten Gerät kann man diesen Sport auf lange Sicht auf einem höheren Niveau gar nicht ausführen. Das Slalomtraining hilft bei der Ballführung. Das Schwierige ist bei diesem Slalom vor allem, wenn man mit dem Ball fährt, dass der Ball, wenn man den einmal zu schnell erwischt mit dem Eisengitter, ist der Ball weg. Dann kann ich den nicht mehr führen. Wenn ich ihn zu leicht berühre, dann rollt er nicht richtig, was bei uns in der Halle teilweise schwer ist, weil es ein bisschen bergab geht auf der Seite und der Ball sucht sich seinen eigenen Weg. Viele können den Kopf überhaupt nicht drehen. Die haben also gerade so eine Sichtbreite. Ja. Da ist es weit schwieriger, weil da sehe ich die Hindernisse nicht und ich kenne auch ein paar Spieler, die den Ball eigentlich gar nicht richtig sehen. Ja, die spielen dann viel auf Gefühl. Auch Menschen mit einer kognitiven Behinderung sind mit dabei. Jeder kann spielen, der den Willen hat zu üben. Janis aus Wien kommuniziert über seinen Sprachcomputer. Er lässt nie ein Training ausfallen. Weil ich Fußball schon immer liebe und es Spaß macht. Aber wie lauten eigentlich die Spielregeln? Wir haben beim Spielen eine Regel, dass rund um den Ball in einem Radius von 3 Meter von jedem Team maximal 1 Spieler sein darf. Das ist, damit man eben keine Unfälle baut. Das Tor ist 6 Meter breit, der Strafraum 8 mal 5 Meter. Und innerhalb von diesem Strafraum darf der Tormann gemeinsam mit dem Verteidiger zusammenfahren. Die dürfen näher sein. Wir haben eine Geschwindigkeit von maximum 10 km/h. Aber es gibt keine Regel, die besagt, wie schnell wir auf diese 10 km/h sein dürfen. Beim E-Rolli-Fußball ist man eine große Familie. Nur selten gibt es Tränen. Wenn, dann Freudentränen.